Viele von euch überlegen sich ja mittlerweile vielleicht wahrscheinlich schon, ob sie sich eventuell bewerben wollen, ob sie einfach nur den Kanal verfolgen, weil sie Interesse an dem Beruf einfach so haben, ohne da irgendwelche Ambitionen zu haben, oder weil ihr euch vielleicht sogar schon beworben habt. Und viele hängen jetzt momentan so ein bisschen in der Pipeline, weil durch Corona die Kapazitäten bei den Auswahltests erheblich gesunken wurden. Der Bedarf aber immer noch da ist. Das heißt, bewerbt euch fleißig weiter, wenn ihr Interesse habt. Aber es ist natürlich so, dass man sich so ein bisschen auch beschäftigen kann oder soll oder wie man die Zeit überbrücken kann bis zur VU. Und deswegen mache ich das Video, um euch da ein paar Tipps noch zu geben für die Überbrückungszeit. Dafür viel Spaß. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei ATC.tv. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und wie schon bereits gerade angesprochen, ist es ja so, dass dieses Video jetzt besonders dafür die Leute ist, die vorhaben, sich in naher Zukunft zu bewerben oder sich bereits schon beworben haben und jetzt auf einen VU-Termin warten. Aufgrund von Corona sind die Tests ja am Anfang längerfristig immer ausgefallen, also abgesagt worden bzw. verschoben worden. Dadurch hat sich natürlich ein riesen Rückstau gebildet. Und dementsprechend die neuen Bewerber, die jetzt quasi hinterherkommen, da fehlen jetzt einfach die Kapazitäten für die Tests. Und deswegen seid da erstmal nicht frustriert oder sauer, wenn das jetzt länger dauert, bis ihr irgendwie Rückmeldungen von der Flugsicherung bekommt bezüglich eurer Bewerbung. Die wird berücksichtigt wie jede andere. Bei mir ging es ja damals recht schnell, weil der Bedarf riesig war und man die Auswahltests fast täglich durchgeführt hat. Durch Corona bedingt sind jetzt auch die Teilnehmerzahlen natürlich gedeckelt, die bei der VU mitmachen können. Und deswegen ist es halt jetzt so, dass man ein bisschen länger warten muss, eventuell vielleicht sogar mal ein halbes Jahr oder sogar ein bisschen länger auf einen VU-Termin. Aber es gibt natürlich die Möglichkeit, das zu überbrücken. Was ich euch als allererstes ans Herz legen kann, wenn ihr Interesse habt an irgendeinem Fachbereich, an einem Studium, dann macht das. Also schreibt euch da ein, ob das jetzt eine Fernuni ist, damit ihr es von zu Hause machen könnt oder momentan ist ja eh fast alles online oder bei euch in der Stadt eine Uni. Macht das, weil, wie gesagt, man weiß halt nicht, wann die Tests dann für euch starten. Das kann, wie gesagt, ein halbes Jahr zum Beispiel sein. Und dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ihr die besteht, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, relativ gering. Das hatte ich ja mal angesprochen. Was natürlich jetzt euch nicht demotivieren soll, das soll eher nochmal ein Ansporn sein, zu sagen, okay, ich möchte zu den Bewerberinnen und Bewerbern gehören, die das schaffen. Aber dann habt ihr nämlich sinnvoll eure Zeit vorher schon genutzt mit dem Studium. Und falls es dann wieder nicht klappen sollte mit dem Auswahlverfahren, könnt ihr dann euer Studium zum Beispiel einfach fortführen. Das wäre erstmal so ein Anliegen, was ich persönlich habe. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ja nach dem Abi direkt mit der Ausbildung angefangen habe. Ich habe die Ausbildung, die Auswahltests ja während der Abi-Phase schon gemacht. Und was mir natürlich so ein bisschen das Cushion gegeben hat, dass ich meine eigenen Ansprüche beim Abitur habe, aber dass ich weiß, okay, ich habe einen Ausbildungsplatz in der Tasche. Es geht nur darum, dass ich das Abitur bestehe und brauche dementsprechend nichts zur Übergangszeit. Und ja, deswegen, wie gesagt, kann ich euch das empfehlen, macht das echt, bewerbt euch vielleicht sogar schon, wenn ihr jetzt irgendwie Ende der 11. seid oder so im Sommer und dann nächstes Jahr Abi macht, also 2022, dann bewerbt euch gern schon im Sommer und dann habt ihr vielleicht sogar schon was in der Tasche bis zum Abschluss eures Abiturs. Aber falls ihr jetzt momentan in einer anderen Situation seid, wie gesagt, nehmt das mal mit dem Studium oder Job nebenbei, um ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen, denn das ist natürlich momentan nicht so einfach, klar, aber es ist wichtig, dass ihr euch so sinnvoll beschäftigt. Vor allem halt, man sagt ja auch immer so, dass es im Lebenslauf sozusagen, dass Lücken nicht so gut ankommen. Das ist natürlich nicht pauschal zu sagen. Vor allem beim Beruf des Fluglotsen geht es ja vor allem um euren Charakter, um eure Eigencharaktereigenschaften. Aber natürlich auch da kommt es gut an, wenn ihr in der Zwischenzeit was gemacht habt. Oder auch wenn es was Ehrenamtliches ist, sei es das, dann ist das natürlich gerne gesehen so. Was ihr zum Beispiel machen könnt, möchte ich jetzt auch noch ein bisschen drüber reden, sag ich mal fachlich, um euch auf die VU vorzubereiten. Lest vielleicht einmal pro Woche oder zweimal pro Woche irgendwie online aktuellen Artikel auf Englisch, Zeitungsartikel oder einen Kommentar oder so. Speichert den ab, deckt das Blatt Papier um, gibt das euren Eltern, euren Geschwistern. Und dann versucht es aus dem Kopf wiederzugeben in eigenen Worten. Und eventuell, wenn ihr jemanden habt, der flüssig Englisch spricht, weil er Englisch-LK hatte oder im Ausland war, dann versucht da auch so 5 Minuten vielleicht drüber zu quatschen. Oder wenn nicht, dann stellt euch vor einen Spiegel. Man kommt sich bescheuert vor, aber versucht zu reden. Weil reden ist dann zum Beispiel im Englisch-Interview das A und O. Und auch eben in der VU bei den Computertests. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass da ein Englisch-Test rankommt. Und da eben ist es dann auch, kann es von Vorteil sein, wenn ihr vorher so ein bisschen euch mit euch selber auf Englisch unterhaltet habt oder so, immer mal zwischendurch wieder, dass ihr einfach so ein paar
Füllwörter oder grammatikalische Sachen vielleicht dann abgespeichert habt. Das ist so ein kleiner Tipp dafür. Ist natürlich nicht unbedingt für alle umsetzbar, sage ich mal, dass sie sich mit jemand anderem unterhalten, aber auch mal 5 Minuten im Spiegel zu sich selber auf Englisch zu sprechen, ist natürlich ein bisschen weird, aber ich spreche ja auch hier mit der Kamera und hier steht auch keiner, von daher. Aber ich bin ja auch bescheuert, das ist ja auch was anderes. Dann gibt es noch, wie gesagt, kommt ja auch viel so Memorize-Tests vor, also visualisieren, merken, Reaktionen. Und das kann man eigentlich ganz gut im Alltag, finde ich, immer machen, solche Sachen. Also man kann zum Beispiel versuchen, eine Stunde lang, man nimmt sich das vor, sag ich mal, worauf man sich konzentrieren muss. Immer, wenn gerade, keine Ahnung, rotes Auto vor der Tür lang fährt oder was, oder irgendwas anderes passiert, wenn jemand an eurem Haus vorbeiläuft oder wenn ihr einen Hund seht oder so, dass ihr dann irgendeinen Reflex in euch auslöst. Was das ist, sei euch freigestellt, oder ob ihr ein Objekt dafür nutzt, dass ihr dann, weiß ich nicht, einmal in die Luft werfen und wieder auffangen oder so. Einfach, dass ihr merkt, okay, ich war aufmerksam, ich habe mich darauf konzentriert und das ist das. Das sind so Sachen, wie man solche so ein bisschen das vielleicht im Alltag integrieren kann, weil das sind natürlich Eigenschaften, die da immer abgefragt werden. Das habe ich ja auch schon mal erzählt, dass man wenig für lernen kann. Also dass es Eigenschaften sind, die man halt mitbringt oder nicht. Nicht, ob man, weil man schlau oder weniger schlau ist oder was weiß ich, sondern weil man einfach so ist oder eben nicht. Wenn man sowas beim Alltag sich antrainieren kann, vorher schon, dann ist das natürlich ein ganz cooler Vorteil. Und wenn man nicht nur eine Woche vorher anfängt, sondern das schon jetzt mit einem halben Jahr Vorlaufzeit, zwischendurch, wie gesagt, wenn man durch die Gegend rennt und mal Langeweile hat, dass man auf bestimmte Sachen mal achtet und dann irgendwie sich klar macht, dass das gerade visualisiert wurde oder gesehen wurde, auf was man eben achten wollte. Das habe ich nämlich vorher auch mal ein bisschen gemacht, so mit Straßenschildern zum Beispiel. Und es kann, auf jeden Fall war es offensichtlich nicht kontraproduktiv. Genau, dann so Merksachen, sag ich mal. Also eine vereinfachte Form ist jetzt zum Beispiel Memory oder so. Ich weiß nicht, ob ihr je nachdem, wie alt ihr seid, noch Memory spielen wollt, aber so vom Prinzip her, also das ist halt auch, dass man sich ein paar Sachen versucht zu merken über längere Zeit und sich dann später nochmal kurz abfragt, ob ich mir das gerade gemerkt habe. Das kann auch zum Beispiel sein, wenn ihr ein Buch lest, dass ihr versucht, euch irgendeinen Satz zu merken, der da steht, dann 5 Seiten weiterlest oder was weiß ich, 3 Seiten weiterlest und dann fragt ihr euch, okay, wie lautet der Satz und guckt dann, ob es richtig ist. Also das sind so Kleinigkeiten, wie man sich solche Sachen vielleicht antrainieren kann. Dann immer mal wieder so vielleicht eine Knobelaufgabe zu machen oder Sudoku reicht ja auch schon, Sudoku oder sowas. Das sind halt Sachen, die einfach eure Gedächtnis, eure Konzentration aufrechterhalten, jetzt vor allem auch in der Corona-Zeit, wenn ihr vielleicht nicht so beschäftigt seid, mäßig jetzt mit Schule oder anderem. Und deswegen ist das halt eine ganz gute Möglichkeit, das Gedächtnis so ein bisschen fit zu halten. Dann, was ich auf jeden Fall noch euch nahelegen kann, ist natürlich ganz banale Sachen, wie zum Beispiel über die DFS schon mal ein bisschen erkundigen, weil jetzt, wenn ihr jetzt Zeit dafür habt, wann, wenn nicht jetzt, so, also sprich so ein paar Standorte, Unterschiede, Tower Center, Niederlassungen, solche Sachen. Genau, und das ist natürlich auch was man im Internet leicht rausfinden kann. Man kann ja auch Broschüren bei der DFS anfordern und dementsprechend finde ich, dass man das solche Sachen schon im Voraus auch gut machen kann. Einfach weil man dann auch Zweck hat und dann hinterher halt eben nicht mehr machen muss, sondern sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Ich meine, das wird zwar sowieso erst dann hinterher in der HU wichtig, aber wie gesagt, wenn man jetzt die Zeit dazu hat, why not? Zusätzlich gibt es ja auch bei der DFS auf der Website noch diese vereinfachten Schnelltests sozusagen für Lotsen, also ob ihr euch dafür eignet. Die könnt ihr auch gerne immer mal wieder machen, einfach um euch das so ein bisschen immer wieder zu visualisieren, was ihr machen wollt. Und was mir damals persönlich geholfen hat, weil ich schon lange quasi irgendwie auf das Auswahlverfahren hingefiebert habe, auf YouTube gibt es ja viele Dokus auch über das Lotsendasein, ob das jetzt hier bei mir auf dem Kanal so Videos sind oder bei der DFS auf dem Kanal oder von öffentlich-rechtlichen irgendwelche Dokumentationen, um die Motivation nicht zu verlieren. Weil das ist auch jetzt gerade bei uns in der Ausbildung, wir haben alle Bock, klar, aber eben durch den fehlenden Verkehr und den Mangel an Verkehr momentan, ich glaube in Deutschland ist es momentan so bei irgendwie -65% im Vergleich zum Vorjahresaufkommen, weltweit gesehen in Europa bei -50%, weltweite Starts ist auch bei -50% fast, also weniger als in der Vorwoche vom Jahr 2019. Da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir die Motivation nicht verlieren, jetzt wenn wir auch in der Ausbildung momentan eher schleppend vorankommen, dass wir da trotzdem immer das Ziel vor Augen haben. Man muss das jetzt nicht auf die Goldwaage legen und sagen, wenn ich das jetzt nicht mache, dann schaffe ich das nicht oder weiß ich nicht.
Aber wie gesagt, also viele von euch wird das wahrscheinlich jetzt eine Geduldsprobe bis zu den Auswahlverfahren. Und ich glaube, dass das deswegen ganz coole Taktiken sind, wie man sich so ein bisschen nebenbei beschäftigen kann, wie man ein bisschen gucken kann, hey, kann ich mir solche Sachen eigentlich gut merken oder muss ich da noch ein bisschen trainieren? Falls ihr schon einen Termin zur VU habt, beziehungsweise die Einladung, habt ihr auch die Computertests von dem DLR bekommen, vom Deutschen Zentrum für Luftschiffe und Raumfahrt. Und da kann ich nur empfehlen, machen, weil natürlich werden die Tests nochmal ein ganz klein bisschen anders sein in dem Auswahlverfahren dann. Aber es geht darum, dass ihr die Prinzipien verstanden habt oder den Kern des Tests. Weil wenn ihr euch im Computertest dann erstmal da reinfuchsen müsst und erstmal verstehen müsst, wie geht das jetzt überhaupt, was muss ich genau machen, habt ihr zwar theoretisch auch die Zeit dafür, klar. Aber wenn ihr das Prinzip schon mal verstanden habt, dann ist es natürlich viel einfacher, von vornherein bessere Leistungen zu erzielen. Und deswegen glaube ich, ist das echt ganz interessant. Wo wir gerade beim Thema Motivation waren, wir hatten letzte Woche zum Beispiel einen Workshop mit dem Markus Fleming, heißt der. Das ist, der war Eishockey-Nationalspieler, der ist jetzt Sportpsychologe, betreut auch ganz viele Mannschaften, also die deutschen Hockeyspieler, die deutschen Handballer, Tennisspieler, Individualsportler. Und der kommt zweimal im Jahr zur Niederlassung Bremen bei der DFS und gibt eben so einen Workshop über, das nennt sich dann mentale Flexibilität, also wie gehe ich mit dem Stress um auf der Arbeit, sage ich mal, also nicht von der Arbeitslast selber her, sondern Außenstehende vom Privatleben zum Beispiel, wie trenne ich solche Sachen, was kann ich machen, um mich selber immer daran zu erinnern, fit zu halten. Das war jetzt online natürlich alles über Videokonferenzen, aber war echt sehr, sehr interessant, was er uns alles erzählt hat. Das war so ein 2-Stunden-Workshop, normalerweise geht er den ganzen Tag jetzt. Wie gesagt, dadurch bedingt, dass es online war, über Videokonferenz, ein bisschen verkürzt. Aber das war auch ziemlich interessant. Und er hat eben auch so gesagt, über solche Kleinigkeiten. Er hat das Beispiel genannt, zum Beispiel, dass er jemanden kannte, der hat sich immer tierisch über rote Ampeln aufgeregt, also richtig heftig. Und dann hat er ihm gesagt, okay, dann mach doch mal, wenn eine Ampel grün ist und du drüber fährst, also du hinkommst und sie schon grün ist, dann freu dich doch mal richtig, fang an zu jubeln im Auto. Und der hat das dann eigentlich auch gemacht, derjenige. Und konnte so ein bisschen seinen Frust an roten Ampeln unterdrücken. Und ich finde das krass, wie sowas dann halt auch tatsächlich funktioniert. Und deswegen schaden kann es nicht, wenn ihr euch im Alltag mal so ein bisschen dabei beobachtet, wie ist euer Konzentrationsvermögen, euer Konzentrationsausdauer, euer Reaktionsvermögen. Also das sind echt ganz coole Sachen, finde ich, die man halt auch einfach nebenbei jeden Tag machen kann, egal ob man jetzt irgendwo hinläuft zur Schule oder was auch immer. Das sind so meine Tipps, die ich euch geben kann, wie ihr vorbereitend eben im Vorfeld auf die VU jetzt, die wie gesagt für einige von euch ja noch ein bisschen vielleicht in weiterer Zukunft liegt, vorbereiten könnt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir natürlich gerne. Ich freue mich auch immer über die Nachrichten, wenn Leute mir irgendwie berichten, dass sie die HU erfolgreich bestanden haben und dass die Videos hilfreich waren. Das freut mich, weil das natürlich auch Feedback ist, dass das auch irgendwie sinnvoll ist, was ich hier mache sozusagen. Und ja, genau. Deswegen, also wenn ihr Fragen zur VU habt oder zur Vorbereitung oder so, dann schreibt mich gerne persönlich an oder in die Kommentare, da antworte ich ja auch meistens. Und deswegen hoffe ich, dass ihr das dann in Anspruch nehmen könnt. Dann wünsche ich euch einen schönen 4. Advent. Bis dahin, halt die Ohren steif.